Moin Moin Leute, ich bin Lukas Brain oder ein Fotogranik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Paper Mario 2. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben gesehen, dass hier langsam auch die Nacht eingetroffen ist. Der Laden hat tatsächlich immer noch geöffnet, verrückt, verrückt. Aber wir sind weiterhin auf der Suche nach verschiedenen Aufgaben, die wir erledigen können. Also dann, ich muss mich in die Vorbereitung für morgen würzen. Nein, ich muss mich in die Vorbereitung stürzen. Oh wei. Herzlich willkommen. Ach, du bist es. Bitte, bitte, finde die Muschelohrstecker. Ja, das würde ich gerne. Ich muss ehrlich zugeben, ich frage mich so ein bisschen, ob das auch eine Aufgabe ist, die über mehrere Tage passieren kann oder die wir jetzt quasi abarbeiten müssen. Weil ich habe jetzt gerade nicht mehr wirklich so einen Anpacker, wo das sein soll. Weil der Schrank ist leer. Hier ist nirgendwo was hinter. Man könnte jetzt nicht hier irgendwo pusten. Oh. Oh, wow. Das war zwar nur ein Sternsplitter. Ich meine, die sammeln wir natürlich auch, keine Frage. Aber muss ich das jetzt auch noch auf dem Schirm haben, dass ich das über... Was ist denn mit ihm los? Vorhin habe ich Geräusche aus dem leeren Abteil neben mir gehört. Ich bin rübergegangen, aber es war niemand da. Ich bin also hierher zurück und prompt habe ich hier wieder etwas gehört. Brr, könntest du vielleicht im Nachbarabteil schauen? Was hast du hier gehört? Moment. Hallo? Ihr habt mich entlarvt. Ihr seht es also, ich bin ein Geist. Verdammt, auf dieser Erde zu wandeln. Eine Decke? Ja, der Zugbegleiter hat tatsächlich eine gebracht. Er hat gar nicht bemerkt, dass ich ein Geist bin. Ein Drohbrief? Nein, davon weiß ich nichts. Ich könnte nicht mal einen Stift halten, da ich körperlos bin. Was? Ich soll die Decke zurückgeben? Wenn du mir eine Bitte erfüllst, gebe ich sie dir. Na klar. Nächstes umsonst. Ich wünsche mir dein Leben! Das war natürlich nur ein Witz. Also, vor langer Zeit habe ich in diesem Abteil mein Leben ausgehaucht. Mein Koffer befindet sich immer noch im Gepäckwagen. In dem Koffer ist ein Tagebuch, das ich schon seit meiner Kindheit geführt habe. Ich kann diese Welt nicht verlassen, aus Sorge, dass es jemand lesen könnte. Da ich nicht aus diesem Zimmer komme, bitte ich dich, mir das Tagebuch zu holen. Wenn du es mir bringst, sollst du die Decke zurückbekommen. Du darfst es auf keinen Fall lesen, wenn du es liest. Schreckliches wird dann mit dir geschehen. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich dieses Tagebuch jetzt lesen will. Das ist ja verrückt. Ich will es ja so sehr lesen. Okay, wir stampfen nochmal ein bisschen in der Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal so ein Teil finden, was sich hochdreht, aber ich glaube nicht. Das ist aber auch wirklich immer so. Die Sachen, die man nicht machen darf, die sind ja so viel interessanter. Da hat man ja richtig Lust drauf. Naja, speichern wir erstmal vorher. Und natürlich wollen wir es lesen. Hast du etwas gefunden? Was? Ein Geist? Brr. Und? Er gibt dir die Decke, wenn du sein Tagebuch aus dem Gepäckwagen holst. Gut, dann geh hinein. Finden wir hier jetzt vielleicht auch die Ohrringe? Kurz mal hier so ein bisschen umgucken. Hier ist nix. Da können wir auf jeden Fall hinten rein. Ja. Und da geht's nach oben. Wenn man da genau hinguckt. Vielleicht kommen wir da hin, wenn wir... Oh. Ein altes Tagebuch des Geistes. Lesen verboten. Okay. Ja, wir kommen zwar hier hin, aber von hier kommen wir halt nicht darüber geflogen. Never ever. Das bezweifle ich stark. Also selbst mit Yoshi, dass man da halt irgendwie so rüber geflitzt kommt. Glaube ich nicht, dass wir da rüber... Nee, das geht nicht. Aber eventuell können wir hier irgendwo pusten. Weil ich würde natürlich gerne da oben rein. Aber... Könnte auch sein, dass wir da so nicht hinkommen.
Das ist eigentlich das Einzige, was richtig im Weg ist. Oder man würde halt von hier direkt auf die Kiste kommen. Ja, aber selbst wenn man spät springt, klappt das nicht. Und ich glaube, wenn wir hier auf Yoshi drauf gehen, sorry, auf Shadow, dann kommen wir da auch nicht hoch. Und sonst haben wir keine Fähigkeiten, die uns helfen könnten. Schade. Okay, dann gehen wir erstmal rüber. Bringt es was, wenn wir hier? Ne, da kommen wir auch erst recht nicht rüber. Und den hier können wir nicht bewegen, ne? Können wir ja nicht irgendwie anpacken und schieben. Vielleicht ein Ort, wo wir später hinkommen müssen. Wir wollen. Hast du es gefunden? Ach, zum Glück. Ich kann leider nicht hier weg. Bitte, Mario, bring mir meine Decke wieder. Aber ich würde zu gern wissen, was in diesem Tagebuch steht. Wir speichern mal kurz vorher, wo wir hinlaufen müssen. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass man in Game Over läuft. Es wäre ja verständlich, weil er hat uns gesagt, es passiert was Schlimmes mit uns. Oder irgendwas Schlimmes passiert. Demnach, man sollte vorher speichern und auf alles gefasst sein. Und ich bin auf jeden Fall darauf gefasst, dass eventuell gleich ein Game Over kommt, wenn wir es lesen. Und wir dann irgendwie verflucht werden. Aber schauen wir doch mal. Du wirst vielleicht verflucht. Willst du es wirklich lesen? Du solltest es lassen. Schreckliches wird passieren. Willst du es wirklich lesen? Montag. Ein bewölkter Tag. Heute bin ich in den Zug gestiegen. In diesem Zug. Ah, du hast es gelesen. Ich habe dich gewarnt, solchen wie dir es nicht zu helfen. Tatsächlich. Game over. Die letzte Szene wird neu gestartet, dann ist das wahrscheinlich vorm Tagebuch lesen, oder? Ja. Sehr, sehr cool gemacht, gefällt mir. Richtiges Horrorspiel geworden am Ende. Hast du mein Tagebuch gefunden? Denn sei so nett und steck es geschwind in diese Schublade dort. Klar. Wirklich, mein Tagebuch, du sollst die Decke haben, wie versprochen. Die Decke des Zugbegleiters, ohne sie ist es sehr kalt. Gut, dass du es nicht gelesen hast. Wenn du es gelesen hättest, wäre etwas Schreckliches mit dir passiert. Nun kann ich beruhigt von dannen gehen. Ich danke dir. Solange du lebst, werden wir uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf. So la... Ich hab's mir anders überlegt. Ich war so lange in diesem Abteil, dass ich Gefallen daran gefunden habe. Deshalb werde ich noch ein Weilchen hier bleiben. In die andere Welt kann ich gehen, wann immer ich will. Okay. Ich war so lange in diesem Abteil, okay. Ja, klar. Ja. Gut, können wir den jetzt irgendwie hier beruhigen und sagen, hey, wir haben gefunden, was das Problem ist, alles wieder gut? Ein Geist? Du denkst wohl, du kannst mir Angst einjagen, aber du lügst. Geister gibt's doch gar nicht, oder? Sag mir sofort, dass es keine Geister gibt, bitte. Also, wenn du mir am Anfang sagen willst, dass ich dich anlüge, muss ich ja wohl nicht nochmal sagen, dass es Geister gibt. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Die sind wirklich da. Das stimmt. Gut. Aber bringen wir jetzt erstmal die Decke hinüber. Wir haben leider noch nicht die Ohrringe gefunden. Aber wenigstens die Decke. Mario, wie war's? Bitte sehr. Vielen Dank, damit werde ich die Nachtwache durchhalten. Schließlich haben wir immer noch nicht den Verfasser des Drohbriefes. Übrigens, bevor ich es vergesse, hier ein kleines Dankeschön für dich. Ein wahrer Superpilz. Wir können keine Items mehr tragen. Ja, der Trockenpilz, der kann gerne weg. Der ist wahrscheinlich an sich auch gar nicht mal so schlecht, weil der wird wahrscheinlich einfach dafür da sein, wenn man das mit irgendwas zusammen kocht, dass man dann einen guten Pilz rauskriegt. Abgesehen davon ist es schon spät. Willst du nicht langsam schlafen gehen? Und mach dir keine Sorgen. Sollte etwas passieren, gebe ich dir sofort Bescheid. Schließlich bin ich ein sehr erfahrener Zugbegleiter. Okay. Wie gesagt, da ist jetzt so ein bisschen meine Frage, was passiert mit den Aufgaben, die jetzt gerade noch offen sind? Kann ich die Ohrringe auch noch suchen, wenn es gleich...
wenn gleich ein neuer Tag anbricht? Oder muss ich die jetzt gerade finden? Weil ich würde mich jetzt ehrlich gesagt schlafen legen. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr, okay? Jawohl. Und ich möchte eigentlich wieder... Hallo? Barbara! ...dabei haben. Upsala. Ja. Der Schrank... Ruhen. Ich möchte für heute schlafen gehen. Glimmerliner, zweiter Reisetag. Es gibt Gottes Willen, was war da los? Es gibt übrigens tatsächlich auf dem Glimmerliner 3 Tage, die wir absolvieren müssen, so als kleiner Spoiler. Denn, funny enough, auf Englisch oder in der englischen Sprache ist das Kapitel 3 Days Access oder so genannt. Und was halt ja quasi dann sagt, dass es wohl 3 Tage hier dauern wird, dass hier irgendwas passiert. War jetzt ja im Deutschen nicht so. RAD Ausgabe 5. Rolling heute. Gut informierte Quellen berichten, dass die beliebte Wahrsagerin Meerlieblich, 25, heute früh in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Besorgte Fans belagerten das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Offensichtlich hatte Meerlieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen und konnte nicht vorhersehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. 8. Vielleicht auch ein bisschen viel. Shopping-Detektiv. Heute stellen wir vor den kleinen Laden auf der Isla Corsaria. Erstaunlicher Pioniergeist des Inhabers führte diesen von Rohling auf die unbewohnte Insel, um hier im Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ist wohl ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist. Im Interview zeigte der Inhaber sein stolzestes Lächeln und gab zu Protokoll: Wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Rezeptecke. Auch heute wieder Kochen für Fortgeschrittene. Und auf dem Speiseplan steht Peach-Torte. Alles, was man braucht, ist Backmischung und ein Pfirsich. Passt ideal zur Teestunde am Nachmittag. Zum Schluss beliebtester Newsletter von Rohling. RAD, freu dich auf die nächste Mail. Guten Morgen. Was ist eigentlich mit meinen Ohrsteckern? Okay, die können wir also tatsächlich immer noch suchen. Gut. Guten Morgen. Und ist es nicht ein wunderschöner Morgen? Auch heute werde ich wieder etwas Feines kochen. Lalalala. Die Küche ist mit einem modernen Herd ausgestattet. Er ist blitzsauber geputzt. Okay. Ich meine, hier ist jetzt ja auch nichts Neues dazugekommen. Hier ist auch nirgendwo... Kaufe viele Items und sammle Rabattpunkte. Für 300 Rabattpunkte erhältst du einen Goldschatz. Aber 300 Rabattpunkte muss man auch erstmal zusammengesammelt kriegen. Junge, Junge. Nun gut, ich denke, wir sollten jetzt nochmal zu dem Zugbegleiter gehen, in der Hoffnung, dass er uns irgendwie weiterhelfen kann. Wir werden sehen. Hallo. Hallo Mario, keine besonderen Vorkommnisse letzte Nacht. Und heute werden wir am Bahnhof Tulpenbach halten, voraussichtlich gegen Abend. Okay. Dann können wir hier noch irgendwie ein bisschen quatschen. Guten Morgen, auf das Autogramm werde ich gut aufpassen. Seit gestern hat Bronzmut viel bessere Laune. Sicherlich hat er ein positives Erlebnis. Guten Morgen, Bomber. Dieser Streit gestern wegen Bronzmut, er ist mir ja so peinlich. Ja. Besser so. Ihr behandelt euren Sohn auch wirklich nicht gut. Ihr denkt immer nur an Sachen, die man besitzen sollte. Vielleicht braucht er auch einfach nur eure Nähe. Eure Liebe. Der Schrank ist leer. Schade. Ist hier eigentlich auch jemand? Nein. Obwohl die Musik hier auch ziemlich abgespaced wird. Da oben kann man auch nichts finden. Wo könnten diese Ohrstecker sein? Das fragt man sich. In der 6 war... Was ist denn hier los? Hallo Luigi, du kommst gerade recht. Ein neuer Fall. Also, erkläre Luigi noch einmal, was geschehen ist. Als ich aufwachte, war mein Koffer verschwunden. Darin waren wichtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Firmenprodukt. Ich bin so gut wie gefeuert, wenn das wirklich weg ist. Beruhige dich erstmal. Es wird sich schon klären. Überlass das nur Luigi. Also gut, also unser neues Produkt, der Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt kann er Tote zum Leben erwecken. Wenn man diesen Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet, dann gibt es eine gewaltige Explosion. So gewaltig, dass es diesen Zug in alle Winde zerstreuen würde. Nicht auszudenken, wenn er in falsche Hände geriete. Dagegen wäre meine Entlassung noch harmlos.
Es hat also jemand deinen Koffer gestohlen. Boah, ich liebe diesen Pinguin. Ich erinnere mich, dass der Koffer gestern noch da war. Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Und daraus folgt, der Täter muss noch immer im Zug sein. Du hast es mal wieder geschafft, Ping. Luigi, hast du mit der Kellnerin und der Dame aus Abteil 2 gesprochen? Den beiden ist auch etwas im Zug abhanden gekommen. Die Kellnerin hat ein paar Muschelohrstecker verloren und die Dame, brillant, einen goldenen Ring. Luigi, der Dieb scheint zu wissen, wozu man den Knallsirup benutzen kann. Wenn er die Ohrstecker und den Ring gestohlen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch der Verfasser des Drohbriefes ist, weil er die Bombe bauen kann. Also Luigi, du solltest den Täter schnellstens finden. Wenn du ihn nicht rechtzeitig findest, steht uns Fürchterliches bevor. Okay. Das ist angsteinflößend. Hallo Mario, keine besonderen Vorkommnisse. Ja, dann ist ja alles entspannt. Wer könnte das zusammenmixen wollen? Der Koch. Aber warum? Weil der Koch hier nicht gut bezahlt wird? Ist es das? Guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Morgen, definitiv, keine Frage. Unglaublich, Stati war gestern sogar zum Abendessen bei uns. Aber weißt du, er gefällt mir auf der Leinwand besser. Wahrscheinlich ist das nur natürlich. Aber sollte er nicht im Natürlichen außerhalb der Leinwand? Also, naja. Vielleicht bin ich dafür nicht parasocial genug. Kann er jetzt eigentlich schon wieder auftauchen? Nee, der kommt wahrscheinlich nur nachts, ne? Oh, nee, da ist er. Guten Morgen! Was für ein herrliches Wetter heute! So ein Tag beschwingt Körper und Geist. Wohl wahr. Hallöchen. Na? Guten Morgen, Mario. Hat der Speisewagen schon geöffnet? Ich habe mich gestern hinreißen lassen, diesen Suppentopf zu stehlen, aber jetzt sind der Koch und ich gute Freunde geworden. Was für eine schicksalhafte Begegnung. Vielleicht hätten wir auch nochmal einmal mit dem Kollegen reden sollen, dass er uns mehr Tipps gibt, wo wir suchen sollen. Guten Morgen, mein kühner Kavalier. Und, hast du meinen goldenen Ring schon gefunden? Ich bin ganz sicher, dass du ihn finden kannst. Okay, weil gleich sind wir wieder durch den ganzen Waggon hier, durch den ganzen Zug gelaufen, ohne irgendwas zu finden. Unterlagen erhalten, schwer zu entziffern, aber anscheinend sehr wichtig. Sind das etwa die Unterlagen von ihm? Sind hier dann vielleicht auch die anderen Sachen? Wo ist Star T? Ich will mal einmal wenigstens bis hier weiterlaufen. Moin. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Heute werden wir einen Zwischenstopp am Bahnhof Tulpenbach einlegen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie Tulpenbach aussehen wird. Wahrscheinlich ist das ein sehr... Also, Tulpen immer sehr, sehr hübsch. Dementsprechend, es kann eigentlich nur ein schöner Ort werden. Aber ich bin gespannt, wie er wirklich aussieht. Ich stelle mir ein wunderschönes Tulpenbeet vor. Eine Tulpenarmada geradezu. Aber wir haben die Unterlagen gefunden. Leider noch keine Spur von den anderen Items und auch nicht von dem Dieb himself. So. Oh je, Mini, wenn wirklich alles weg ist, werde ich gefeuert. Hast du irgendeine Spur gefunden? Was ist das für ein Blatt? Gibt es uns irgendwelche brauchbaren Hinweise? Das ist ein Teil meiner Unterlagen. Was? Also doch? Luigi, wo hast du das gefunden? In Abteil 1. Das ist doch das Abteil von Star T. Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Er muss sich also irgendwo im Zug versteckt halten. Also gut, Luigi, du solltest diesen feinen Star T schnellstens finden. Die Frage ist er jetzt irgendwo aufgetaucht? Ja, das ist normalerweise das Abteil, glaube ich, von entweder Ping oder wem anders. Können wir hier jetzt nochmal rein?
Hallo Mario, keine Vorkommnisse. Wir machen Halt im Tulpenbach. Er könnte natürlich auch draußen sein, aber ich glaube, dass man diese Tür nur verwenden kann, wenn man wirklich rausgehen will. Wo könnte er sich versteckt halten? Unglaublich, Starty war gestern sogar zum Abendessen bei uns. Wenn er zum Abendessen da war, ist er noch irgendwo hier? Die sind ja ordentlich hier aufgereiht. Kann man die eigentlich wegpusten? Nee, ist nur so ein bisschen am Wehen. Er wird sich ja wohl nicht bei uns im Zimmer verstecken. Das wäre ja... Aber wir haben... Momentchen mal! Wir haben einen neuen Zettel bekommen. Wieder liegen wertvolle Papiere herum. Oh, das sieht genauso aus wie die Unterlagen von eben. Der Täter wird doch nicht etwa in diesem Zimmer gewesen sein. Der Schrank ist leer. Möchtest du dich etwas ausruhen? Boah, imagine. Aber was ist, wenn wir uns ausruhen, dass sich da gerade Starty versteckt? Ich will's ausprobieren, just for the... Okay, nein. Man ruht sich tatsächlich nur aus. Und dadurch füllen sich die KP und BP wieder auf. Okay. Aber wenn er bei uns war... In deinem Abteil scheint irgendjemand gewesen zu sein. Ich höre schon die ganze Zeit ein Rascheln. Moment mal. Ist der immer noch da? Aha. Ah, wo kommt ihr denn her? So ein Mist, ihr habt mich erwischt. Ja, da hab ich dich. Autsch! Du bist also der Täter, verkleidest dich als Starty, um uns zu verwirren. Und dann bestiehlst du einfach die anderen Passagiere. Alles ist genauso, wie ich es vermutet habe. Ich habe sofort durchschaut, dass du nicht der echte Starty sein kannst. Und natürlich auch, dass du, Luigi, diesen Drohbrief geschrieben hast. Am Bahnhof von Tulpenbach wäre ich geflohen. Dich als Starty zu verkleiden war ein kühner und geschickter Trick. Aber du hattest Pech. Wie konntest du auch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde? In der Tat, meinem Superhirn entgeht nichts. Nun gut, zunächst gibst du die gestohlenen Sachen zurück. Eine schwere Aktentasche, Inhalten Akten und Knallsirup. Ein wertvoller Ring, den Brillant verloren hat. Und die Ohrstecker der Kellnerin, wichtige Erinnerungsstücke. Oh, mein Koffer und der Knallsirup. Bitte sehr. Du hast den Koffer zurückgegeben. Oh, danke, tausend Dank. Der Sirup ist unberührt. Ich werde nicht gefeuert. Ja, und wir auch nicht. Mit einer Bombe. Das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich hatte ihn mit Handumdrehen gelöst. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze den Bahnhof Tulpenbach erreichen. Wonderful. Ui. 5 Uhr. Tulpenbach. Und so kommen wir an. Am Bahnhof. Und alle stürmen sie direkt raus. Und tschüss. Wenn ich mich von euch einsperren lasse, wird Brunhilda ziemlich sauer. Ich habe zwar die Gestalt von Starty angenommen, aber in Wahrheit bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhilda Mario fertig machen. Aber da ihr mich erwischt habt, bleibt mir wohl nur eine beherzte Flucht. Den Rest wird dann Brunhilda erledigen. Bis dann. Ich hätte nicht gedacht, dass es Rumpel ist. Aber das ergibt natürlich Sinn. Ich dachte, es wäre einfach einer, der sich das aufgesetzt hat oder so. Sollen wir kurz rausgehen? Der Ausgang ist im ersten Waggon. Jawohl. Aber wie es hier weitergeht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Ping, Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprr.